Hey YouTube, Hallöchen, Cheese wieder hier. Willkommen zurück zu Project Castaway. Wir haben einen Haufen Zeug angesammelt inzwischen. Eigentlich habe ich hier auch noch den nächsten Wasserbumsi-Dingsi, aber ich bin gerade echt am Überlegen, wie wir hier weitermachen. Wir haben ja einen Großteil der Gerätschaften, die wir aktuell entdeckt haben, bereits erbaut. In den Dschungel kommen wir nicht so recht rein, weil uns der Leopard da einen Strich durch die Rechnung macht. Und nun, ja, ich bin ein bisschen am Überlegen, wie es denn nun weitergehen soll. Ob ich nicht eventuell aktuell ein bisschen Kraft ins Floß reinlege und versuche, das Floß weiter aufzubauen. Dort irgendwie versuche, nochmal die notwendigsten Dinge wie Wassersammler und Co. einfach da drauf zu bauen, um da drauf auch überleben zu können. Um ein paar Inseln zu bereisen und vielleicht noch das ein oder andere zu finden, denn ansonsten ist ja bald Endstation. Recht viel mehr gibt es nicht zum Bauen, außer halt dann diese ganzen Sammelbehältnisse für Stöcke, Steine und Co. Beim Craften natürlich, wir können natürlich nur bessere Waffen und Co. bauen, das ist mir schon klar. Ja, und dieser Komposter hält uns immer noch auf Trab, uns fehlt immer nur eins im Bumsdings. Von daher, ja, mal schauen. Habe ich den? Nein, habe ich nicht. Wir holen uns den Bauhammer. Add ist mit R. Wo ist der Bauhammer? Habe ich keinen Bauhammer mehr? Doch, hier. Zack. Achso, Blödsinn. Der Bauhammer, den hätte ich ja gar nicht gebraucht. Der ist ja... Genau das könnten wir noch machen. Wir könnten natürlich noch ein Haus bauen. Er hat ein Haus gebaut. Er hat unser Haus herbaut. Ja, das wäre natürlich eine Option, aber wofür? Ne? Wofür? Ich bin mir echt unsicher, muss ich ehrlich gestehen. Es bringt irgendwie nicht richtig was, hier jetzt groß Wurzeln zu schlagen. Glaube ich. Und ich bin auch ernsthaft am Überlegen, also, ja, mal schauen. Wir werden noch die ein oder andere Folge auf jeden Fall aufnehmen, das schon. Ich frage mich halt auch, ob das einen Unterschied macht, was ich hier baue. Tatsächlich. Aber ich bin einfach am Überlegen, ob man dann nicht das ein oder andere Update abwarten, bis wir hier weitermachen. Weil es echt interessant wäre, was hier noch kommt. Man kann hinten gar nicht dran bauen. Echt jetzt? Ach doch, kann man. Ja, okay, alles gut. Gut, man kann dran. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viele Reifen hier. Vielleicht sollt ihr einfach mal dazwischen einfach ein paar solche Plattformen drauf bauen. Und dann zum Ende hin nochmal irgendwas mit Reifen oder so. So oder so ähnlich. Genau. So, brauchen wir einen Haufen Loks und Reifen. Das heißt, wir haben wieder einen Bauauftrag. Alles, was wichtig ist, muss jetzt aufs Floß. Und dann gehen wir Inseln erkunden. Ich glaube, das ist sinnvoller. Okay. Die Axt ist halt auch schon wieder fast im Eimer. Aber immerhin hält sie länger als wie die Steinaxt. Und das durchaus schon um einiges, ne? Zack. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ach, es ist Vormittag. Ah, Regen kommt. Sehr schön. Regen bedeutet Frischwasser. So, da war noch irgendwo jetzt der Stamm, das waren nämlich drei diesmal. Wo ist er denn jetzt hier? Und wo ist die Kokosnuss? Wird die Kokosnuss geklaut. Perfekt. Wir holzen einfach den Regenwald ab. Spannend ist, dass die Anzeige von der Axt momentan nicht richtig funktioniert.
Die aktualisiert sie erst, wenn ich die Logs aufnehme. Also die Baumstämme. Komische Sache. Irgendwie. Large Stick. Vielleicht sollte man die Blätter auch gleich zusammen sammeln. Vielleicht brauchen wir die dann für ein Dach oder so. Schauen wir mal. Alles, was man hier nicht gleich einsammelt, geht irgendwie echt verloren. Man findet es kaum noch. Tja. Lost in Space. Dafür wird Kokosnuss gefunden. Und nochmal Blätter. Tja, manchmal braucht man ein bisschen Glück. So. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Oder so ähnlich. Würde mich interessieren, ob die Axt jetzt, wenn die Anzeige nicht richtig funktioniert, kaputt geht, wenn ich jetzt einfach weiter sammle. Das testen wir jetzt aus. Jetzt 3x18, 24. Einmal müsste noch gehen, dann müsste sie eigentlich kaputt sein. Schauen wir mal. Ah doch, also auch wenn die Anzeige nicht aktualisiert, aber im Hintergrund wird sie dann doch richtig abgerechnet quasi. Dann wissen wir das jetzt auch. Für die Wissenschaft, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Alles wird hier mitgenommen. Wir lassen nichts liegen. Hust. So. Ist das jetzt Frischwasser hier? Ja. Shit. Es war Frischwasser. Scheiße. Es ist so, bei dem einen musst du lang drücken beim Wasserspender, hier musst du wieder kurz drücken. Es ist manchmal echt frustrierend. Ich habe eine verrottete Banane gefunden. Sehr gut. Top. Man sieht nicht einmal die Baumstämme hier rumliegen. Das ist echt frech. Okay, alles klar. Dann bringen wir das einmal in Richtung Floß. Ich überlege gerade, ob es nicht klug wäre, mit dem Floß vorzufahren, bevor ich hier jedes Mal hin und her laufe. Andererseits, nee, lieber nicht. Das endet sicher wieder in einer Katastrophe, ich kenne mich ja. Was mich echt ein bisschen ärgert, da bin ich ganz ehrlich, ist, dass ich diese ganzen Dinge, die ich jetzt gebaut habe, nicht einfach nehmen und umstellen kann. Es macht auch keinen Sinn, warum soll ich den Tisch nicht umstellen können, die Regale nicht umstellen können. Die sind ja nicht fest mit dem Boden verankert. Oder wie seht ihr das?
Es geht ruckzuck. Lalalala. Der arme Mann ist völlig aus der Puste. So, 4 Stück fehlen uns noch und dann nur 2 Reifen. Dann haben wir mal unser Base ein bisschen erweitert. Und dann schauen wir, was wir noch drauf bauen. So. Diesmal haben wir es richtig gemacht. Diesmal haben wir es nicht ausgeschüttet und ausgeleert. Diesmal haben wir es getrunken. Super G. Ich hoffe, ich komme mit dem Floß jemals noch weg hier. So, ich brauche definitiv nur, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, in meinem neuen Aufnahmezimmer hier. Vorhänge. Ich habe immer noch keine Vorhänge. Es ist echt unangenehm, wenn hier die Sonne reinscheint. Außerdem ist es schon wieder erdrückend warm hier im Zimmer. Unglaublich. Unglaublich. So, 2 Reifen fehlen uns noch zu unserem Glück. Die liegen wieder wahrscheinlich irgendwo am Nirgendwo. Vielleicht hätte ich auch ihr Fässer nehmen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Wie gesagt, ich sehe in dem Spiel sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Ich habe einen Reifen gefunden. Oh, hier liegt nur überall so viel Mist rum. Das muss ich alles noch einsammeln. Mann! Ich schmeiß den mal hier hin. Und hoffe, dass ich noch einen zweiten finde. Und das muss ich auch mitnehmen. Ich muss Wilbert mitnehmen, unbedingt. Hoffentlich verliere ich den. Vielleicht lasse ich ihn lieber hier. Bin mir unsicher. Oder was Horst? Egal. Wir hätten Fässer nehmen sollen, ich meine nur. Davon liegen wesentlich mehr rum. Aber ich glaube, da liegt noch ein Reifen. Jawollo. Sehr gut. Wenn er ein bisschen mehr Tier wäre, würde er 2 Reifen auch tragen können und nicht nur einen. Nehme ich einen links, einen rechts. Mache ich doch auch immer so beim Reifenwechseln. Aber gut. Würde wahrscheinlich in der Animation nur halb so cool aussehen, wenn man sie nicht sehen würde, weil sie irgendwo da unten sind. Von daher, alles gut. Laufen wir halt einfach zweimal. Es geht natürlich nur einer. Das hört echt zäh, ne? Essen müssen wir dann was. Da haben wir also unser Fleischregal, das wir dann auch wieder neu bauen müssen. Was mich fast überhaupt nicht nervt. Klar, ich hätte es natürlich gleich aufs Fluss bauen können, ne? Natürlich. Natürlich. Ich bin selber schuld, ich weiß. Sagt's mir's nur.
Lalalalari. Wir bauen uns ein bewohnbares Floß. Apropos bewohnbares Floß, die Idee ist eigentlich gar nicht so blöd. Eigentlich könnt ihr doch Bett alles da drauf machen, ne? Theoretisch. Wenn es denn geht, wenn er uns das lässt. So. Sehr gut. Das ist soweit mal fertig. Es hat auch immer noch nicht viel Platz. Hat zwar nur ewig gedauert, aber es ist nicht viel Platz. So, wir brauchen ein Dach. Im Ernst jetzt? Warum? Warum kann ich das da nicht draufbauen? Hier. Was? So zwei Stofffetzen, glaube ich, oder was ist denn das? Vier Sticks. Bin mir unsicher. Ja, Stofffetzen und Stöcke. Okay. Habe ich das Zeug noch irgendwo hier? Stofffetzen? Nee, dafür wäre ein Haufen verrottete Bananen. Ist ja auch nicht schlecht. So, passt mal auf. Wir essen hier einmal Fleisch. Dann gehen wir auf die Suche. Nach Stoff. Wir brauchen Stoff. Stoff. Wir brauchen Stoff. Stoffpunden. Nur mehr Stoff. Und dann müssen wir sie noch mehr Axt craften. Können wir sich natürlich ein piekfeines Granitteil wieder bauen. Weil wir die Stöcke brauchen. Ich glaube aber, wir fahren jetzt mit dem Floß trotzdem ein Stückchen vor. Ja, wobei, muss ich den Rest... Ja, zum Bauen wäre es vielleicht klug, ein Stückchen... Naja, doch, damit die Wege, nicht, die Laufwege nicht ganz so weit sind. Würde wahrscheinlich Sinn machen. So, haben wir hier vielleicht noch ein bisschen, ja, hier ist noch ein wenig Stoff, da ist noch ein wenig Stoff. Okay, dann nehmen wir noch ein paar Metal Sheets mit, wenn wir schon hier sind. Interessant finde ich halt auch, wenn es aufhört zu regnen, es ist jetzt sonnig, es gäbe ja auch die Möglichkeit für Sonnencreme tatsächlich. Wie gesagt, abgesehen davon, dass ich noch nie jetzt irgendwie mitbekommen hätte, ob sie Sonnenbrand bekommen können, aber auch, dass sie die Körpertemperatur nicht wieder fängt. Dass sie wirklich Feuer braucht dazu. Auch das macht in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Auch da bin ich der Meinung, das müsste abgeändert werden. Horst, ich werde die vermissen. Aber vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Vielleicht kommen wir ja wieder auf diese Insel zurück. Wer weiß das schon. Oh, ist das mühsam. Wirklich mühsam, ich sag's euch, Leute.
So. Super, hier wäre übrigens Stoff rumgegen. Meine nur. So. Floß rein. Oh je. Houston, wir haben ein Problem. Ich kann das Floß nicht reinschieben, weil da ein Stein ist. Und in die Richtung kann ich es nicht schieben, weil es ansteht. Oh, leckst mich da am Arsch. Vielleicht, bitte. Bring's nicht raus. Oder? Ja, doch. Doch, doch, doch. Rohe Gewalt richtet. Ja, sehr gut. Hoppla. Also, nicht so gut, aber egal. Ja, nein, musste eh nicht wegdrehen vom Land. So, jetzt stellen wir sich nur vor, wir würden hier jetzt hochkommen aufs Floß. Was wir nämlich nicht tun. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich kann nicht einmal aufs Floß hochklettern. Ah doch, nee. So, war eine schwere Geburt, aber wir haben es hingebracht. Wir fahren nur ein Stück vor, um näher am Material zu sein. Very tired, need to sleep, ja, ist recht. Ist natürlich auch recht. Man sieht schon deutlich unsere Spuren. Ich denke, wenn wir da vorne andocken, ist alles gut. So. Schieben wir ein bisschen hoch, dass es uns nicht verloren geht. Perfekt. So, eine Axt, habe ich gesagt, brauchen wir. Eine Granitaxt. Super, was glaubt ihr, wer Castle Island stecken hat? Geh bitte, was ist denn heute los? Das ist ja unglaublich. Uno momento. So, da bin ich wieder. War ein kurzes Päuschen. Entschuldigt bitte. Kurz ist gut. Ein Telefonat von einer Stunde. Yay. So. Wir sind immer noch beim Floß. Es hat sich nichts verändert. Verdammt nochmal. Wir brauchen immer noch 4 Stöcke. Und ich habe nur. Habe ich. Achso. Wollte ich nicht ein Seil holen, damit ich mir Axt bauen kann. Ich glaube, irgend sowas war der Plan. Ei. Ich weiß halt echt nicht, ob es jetzt irgendwie, hier liegt halt alles rum. Ich bin total hin und her gerissen, wie ich denn das jetzt angehe. Ob ich jetzt, keine Ahnung, ob ich jetzt hier wirklich nur Regale groß drauf baue und keine Ahnung was alles, um das Zeug alles mitschleppen oder ob ich da einfach nur, ja, das Notwendigste mitnehme. Ah, jetzt geht die Anzeige übrigens wieder bei der Axt nach einer Neustadt. Die Anzeige mitnehmen, die Anzeige, das Wichtigste irgendwie mitnehmen, nur um zu überleben und wirklich dann auf den anderen Insel schauen, was es dort so gibt. Es ist schwierig. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier zum Beispiel ein Bett drauf bauen kann. Kann ich. Das kann ich mal, das ist ja mal okay. So. Ich denke, ich werde diese Sachen, weil ich damit eh noch nichts anfangen kann, liegen lassen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich die Insel schlichtweg nicht mehr finde. Bin mir unsicher. Ob ich die jemals wieder, wenn ich jetzt wirklich auf große Reise gehe, jemals wieder entdecken werde. Weil einen Kompass haben wir nicht, eine Landkarte haben wir auch keine.
Schwierig. So, das Bett ist fertig. Eventuell wäre noch toll ein Ofen. Und ich glaube, das Fleischregal wäre irgendwie auch ganz praktisch, um ein bisschen Nahrung mitzuhaben. So, ein Fass. Irgendwo lag hier nur ein Fass rum. Horst, das war echt schön mit dir. La 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 la. Das Wandern ist des Müllers Lust. So. Zack. Dann brauchen wir hier eine Feuerstelle. Die machen wir einfach hier so her. Zack. Dann brauchen wir zweimal Metal Sheet und fünf kleine Sticks. Die habe ich. Das passt. Sagen wir mal. Oh, hier fliegen die Kokosnüsse rum. So war es eigentlich nicht geplant. Die wollte ich nicht rauslegen. Das brauche ich eh nicht. Das brauche ich auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob hier noch Metal Sheets rumliegen. Ich habe irgendwo noch was droppt, glaube ich. Ja. Nein. Doch. Nein, doch. Oh, oh, die nehmen wir alle mit. So. Zack. So. Können wir dann auch. Dann würde ich definitiv gerne den Wassersammler, würde ich mir auch gern draufbauen. So ich ihn finde. Storage, war der da dabei? Nein. Aber ich kann gleich das Meat Rack. Ach du Scheiße. Oh, das braucht wieder. Okay, aber ich kann vielleicht das vorne abbauen, eventuell. Wenn ich das vorne abbaue, kriege ich sicher ein bisschen was raus. Ja, es ist echt belastend. Ach, so viele Seile habe ich auch nicht. Oh, ich will das nicht. Nein, will ich nicht. Ich will nicht. Ich mag nicht. Ich nehme jetzt Fleisch mit, esse nochmal was und dann. Der Wassersammler. Wassersammler, den will ich schon. Es ist anstrengend. Wo ist denn der Wassersammler? Wo war denn das? Farming? No. Einfach no. Hier. Water Collector. Zack. Ein Seil. Eine Turtle Shell. Okay, passt auf. Wir schaffen das. Dann 6 Bananenblätter und große Stöcke. Und ich würde sagen, das gute Ding bauen wir dann in der nächsten Folge fertig und machen sie direkt auf die Reise. Bis dorthin würde ich mir natürlich über einen Daumen hoch für das Video freuen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen. Und falls ihr zum ersten Mal auf dem Kanal seid, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn euch gefallen hat, was ihr hier seht. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi und ciao, ciao.